Also, wir reden hier über prophetische Anliegen. Der Titel heißt der prophetische Nussknacker. Wir wollen eigentlich wirklich einige Nüsse knacken, weil wir sehen, dass in den Gemeinden schon ein ziemliches Durcheinander herrscht. Zum Beispiel über Matthäus 24 oder einige Aussagen aus dem Propheten Daniel und auch in Bezug auf das Buch der Offenbarung. Und dann hoffen wir, dass dieser prophetische Nussknacker wirklich uns weiterhelfen kann. Wir wollen also etwas mehr von biblischer Prophetie hören und lernen. Die Frage, die wir zuerst behandeln, ist: Ist biblische Prophetie überhaupt aktuell? Es gibt ja viele Gemeinden, Kirchen, die dieses Thema so gut wie nie anschneiden. Es ist gar nicht relevant. Und wir wollen jetzt einfach mal kurz einige interessante Verse anschauen. Nachdem die Jünger den Herrn Jesus gefragt hatten in Matthäus 24 oder in Markus 13, 23, wann werden diese Dinge geschehen, antwortete Herr Jesus: Ihr aber passt auf, denn ich habe euch über alles vorher informiert. Also der Herr Jesus, er hat informiert. Und von daher wollen wir einige interessante Fragen in dieser Serie von dem prophetischen Nussknacker beantworten. Zum Beispiel, ich erwähne jetzt einfach einige aufgereihte Fragen hier. Wann werden diese Dinge geschehen? Was sehen wir? Oder die wortwörtliche Erfüllung der messianischen Prophetien. Zwei verschiedene Tempel und zwei verschiedene Zeichen zur Flucht. Verführung mit Zeichen und Wundern. Kriege, Erdbeben und Zeichen am Himmel als apokalyptische Zeichen. Die Aufforderung, bis ans Ende auszuharren. Bis an welches Ende? Die verkürzten Tage. Warum ist Gott das Überleben dieser Auserwählten so wichtig, das physische Überleben? Warum verfolgt der Antichrist die Juden? Der Gräuel im Tempel und die Flucht. Entrückung oder Scheidung zum Gericht. C.S. Lewis und der peinlichste Bibelvers. Das verwüstete Haus für lange Zeit. Eine zukünftige Generation im Land Israel. Das heilsgeschichtliche Auslöschen Israels. Israel als Raubkopie. Der Tag des Messias und die 70 Jahrwochen des Propheten Daniels. Die Internationalisierung der zukünftigen Buße Israels. Die Generation, die nicht vergehen wird. Wer wird das sein? Ein Unterbruch von 2000 Jahren. Die kleinen Brüder Jesu und das soziale Evangelium. Das sind nur einige Untertitel. Und es wird bestimmt interessant, wenn wir diese einzelnen Fragen nacheinander beantworten. In Habakuk 2,2 gibt Gott dem Habakuk folgende Anweisung. Da antwortete mir der Herr und sprach: Schreibe das Gesehene auf und gestalte es gut und deutlich auf Tafeln, damit es jeder schnell und leicht verstehen kann. Deswegen verwende ich also viele Illustrationen. Das Wort Tafeln, das heißt ja hier auf Englisch Tablets. Also das sind immer einzelne größere Poster. Das sollte der Habakuk groß aufschreiben, damit die Leute es deutlich sehen können. Und das versuche ich auch mit diesen Illustrationen. Und wir nehmen natürlich auch diese wunderbare Verheißung vom Herrn Jesus aus Lukas 24, 45 auch für uns, wo es heißt: Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstehen konnten. Und wir wissen, dass der Herr Jesus da zuerst mit den zwei Jüngern von Emmaus und dann mit den anderen Jüngern zusammen nach seiner Auferstehung hat ein richtiges Bibelstudium gemacht. Ja, ein Bibelstudium, in dem er die ganzen messianischen Prophetien aus dem Alten Testament beleuchtet hat. Ist Prophetie aktuell? Da denken wir auch an den Vers aus Hebräer 10, Vers 25, wo es heißt: Wir verlassen unser Zusammenkommen nicht, so wie es bei einigen leider eingerissen ist, sondern wir ermutigen uns, und das umso mehr, je mehr ihr seht, dass sich der Tag nähert. Es ist einer der ganz wenigen Verse im Neuen Testament, wo uns als Gemeinde gesagt wird, dass wir etwas sehen. Wir sehen, dass sich der Tag nähert. Mit offenen Augen schauen wir in die Welt
und schauen wir in unsere Bibel, und das in einem gesunden Verständnis, nicht mit Spekulationen, nicht mit Fantasien oder dass man einfach oberflächlich drüber weggeht, sondern als normale und echte Christen. Also wir ermutigen uns umso mehr, je mehr wir den Tag sich herannähern sehen. Und wir sehen heute sehr viel. Eine der Fragen, die wir behandeln werden, ist ja, was sehen wir? Petrus macht uns auch Mut in 2. Petrus 1, Vers 19, und wir haben umso fester das prophetische Wort, und ihr tut wohl, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Wir haben umso fester das prophetische Wort, und ihr tut wohl darauf, dass ihr darauf achtet, dass ihr das prophetische Wort studiert. Und das ist also nicht nur etwas für Endzeitspezialisten oder Theologen oder sonst jemand, sondern für alle Christen. Alle Christen tun wohl. Sie werden Nutzen davon haben, wenn wir das in gesunder Weise praktizieren. In 1. Thessalonicher 1, Vers 9 und 10 listet uns Paulus einige Kennzeichen von einem echten Christen auf. Da heißt es hier in 1. Thessalonicher 1, 9 bis 10, denn sie selbst verkündigen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden oder von dem zukünftigen Zorn. Paulus beginnt hier mit der Öffnung, die diese Menschen gezeigt haben. Paulus konnte hingehen mit seinen anderen Helfern und dort das Evangelium predigen. Und sie hatten einen Eingang. Und dann gab es eine Reaktion. Die Leute haben sich von den Götzenbildern zu Gott bekehrt. Es gab eine Reaktion. Das Wort kam nicht mehr zurück. Und dann kommt der nächste Punkt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass wir ihm unser Leben zur Verfügung stellen, unsere Zeit, unser Geld, unsere Gaben. Und jetzt wird es so richtig prophetisch, um seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Paulus sagt damals schon diesen Christen, dass eines der Kennzeichen eines echten Christen ist, dass man auf Jesus wartet. Wir sind ja die Braut und wir erwarten diesen Bräutigam. Und da hat sich in diesen letzten 2000 Jahren niemand getäuscht. Denn eine Braut sehnt sich immer nach dem Bräutigam. Nur wir haben heute bestimmt mehr Gewicht oder mehr Recht oder mehr Argumentationen, um zu sagen, Jesus kommt bald wieder. Und der sechste, ganz wichtige Punkt, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Paulus spricht hier von der großen Trübsal. Und er sagt, Jesus wird uns von diesem kommenden Zorn erretten. Ganz wichtig, also auch hier diese relativ junge Gemeinde, die war gerade ein Jahr alt, zur Zeit des 1. Thessalonicher Briefes, da spricht Paulus schon von der Erwartung des Wiederkommens Jesu und auch, dass wir Christen keine Angst haben brauchen vor diesem Ausschütten des kommenden Zornes Gottes. Ganz wichtige Anliegen, die Paulus mit dieser jungen Gemeinde behandelt. Oder in Offenbarung 22, 16. Ganz zum Schluss vom Offenbarungsbuch sagt Jesus, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Offenbarungen für die Gemeinden zu bezeugen. Diese Offenbarungen für die Gemeinden. Und die Frage ist also, warum wird das Buch der Offenbarung auch heute so wenig behandelt? Oft nur die ersten Kapitel und dann kommt das große Schweigen oder dann kommt viel Allegorie, viel wird versymbolisiert und keiner versteht richtig, was mit all diesen Dingen überhaupt gemeint ist. Und da heißt es hier, Jesus hat diese Offenbarungen für die Gemeinden bezeugt. Wenn wir also Probleme haben, das zu verstehen, liegt das Problem nicht bei Jesus, nicht bei Gott, sondern bei uns selber. Das Buch der Offenbarung wurde ja nicht einfach deswegen hinzugefügt zum Neuen Testament, damit es ein bisschen mehr Volumen gibt oder einen mystischen Hauch, sondern es sind wichtige Offenbarungen in Bezug auf die Zukunft.
Damals hat der Herr Jesus die Pharisäer und die Schriftgelehrten kritisiert. Er hat ihnen ja erwidert, wenn sich der Himmel am Abend rot färbt, sagt ihr, es gibt schönes Wetter. Doch wenn er sich am Morgen rot färbt und trübe ist, sagt ihr, heute gibt es Sturm. Das Aussehen des Himmels könnt ihr richtig einschätzen. Wieso könnt ihr dann die Zeichen der Zeit nicht beurteilen? Sie wollten ja ein Zeichen vom Himmel und in Wirklichkeit stand vor ihnen das größte Zeichen aller Zeiten, nämlich der Fleisch und Mensch gewordene Gott. Das größte Zeichen aller Zeiten. Aber der Herr Jesus spricht hier, dass es Zeichen der Zeit gibt. Also wir sollen unsere Zeit richtig beurteilen. Auch ganz wichtig für uns heute im Jahr 2020. Unser Herr lässt uns nie orientierungslos. Er lässt uns auch nie in einer lehrmäßigen Schwerelosigkeit, in einem Vakuum. Nein, er gibt uns klare Orientierung. In 2. Petrus 1, 20 und 21 heißt, indem ihr dies zuerst wisset, dass keine Prophetie der Schrift von eigener Interpretation ist oder Auslegung. Denn niemals wurde die Weissagung durch den eigenen Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben vom Heiligen Geist. Hier sagt uns Petrus, niemals wurde irgendeine Prophetie aus dem eigenen Willen von Menschen fabriziert, hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes haben geredet, getrieben vom Heiligen Geist. Und wir wissen, das waren alles Männer von und aus Israel. Ganz wichtig. Und das, was die gesagt haben, das haben wir heute in unserer Bibel, einen gewaltigen Schatz. Also da gibt es nichts Erfundenes, da wurde auch nichts von den heidnischen Nachbarn übernommen, sondern wirkliche Offenbarungen Gottes. Und der Jesus sprach ja damals zu den zwei Jüngern von Emmaus, die wir so nennen, O ihr törichten und trägen Herzens, um allem zu glauben, wovon die Propheten geredet haben. Allem zu glauben. Auch diesem Aspekt von dem leidenden Gottesknecht, von dem leidenden und sterbenden Messias, der dann auferstanden ist. Jesus musste sie kritisieren. Sie haben nicht allem geglaubt. Sie haben das nicht wortwörtlich geglaubt, wie auch heute viele Christengemeinden und Kirchen. Musste der Messias nicht das alles erleiden, bevor er verherrlicht wird? Dann erklärte er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Er fing bei Mose an und ging durch sämtliche Propheten. In Lukas 24, 44 bis 46 heißt sogar, dass er durch das ganze Gesetz Mose, durch die Propheten und durch die Psalmen ging. Das heißt also durch die ganze hebräische Bibel und hat all die Stellen aufgezeigt, die von ihm geredet haben, von ihm prophezeit haben. Das fing ja von der Jungfrauengeburt an, dort in Bethlehem und dann sein ganzer Dienst, sein Leiden, seine Verwerfung, sein Sterben und seine Auferstehung. Und heute haben wir auch die vielen Prophetien in Bezug auf sein Wiederkommen, die sich garantiert auch wortwörtlich erfüllen werden. Also ganz wichtig für uns auch ein anderer Vers von Paulus, wo es um den sogenannten echten Glauben geht. Da sagt er in 1. Korinther 15, 2, durch diese Botschaft werdet ihr gerettet. Wenn er sagt, diese Botschaft, meint er das von ihm verkündete Evangelium. Durch diese Botschaft werdet ihr gerettet, wenn ihr sie unverfälscht festhaltet und in keinem Punkt davon abweicht. Andernfalls wäret ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Das ist also ein ganz wichtiger Prozess, dass es zu einer Wiedergeburt kommt und dann auch zu einem gesunden Glaubenswachstum, indem man an dieser ganzen Botschaft festhält. Hier in diesem Korintherkapitel, im 15. Korintherkapitel, ging es ja im Besonderen um die Auferstehung, die ja von einigen in der Korinthergemeinde verleugnet wurde. Also ein ganz wichtiger Punkt. Aber ich denke, dass andere Punkte auch sehr wichtig sind in Bezug auf das Wiederkommen Jesu, die Entrückung der Gemeinde, was Gott mit Israel vorhat. Das hat auch Paulus ganz klar erklärt in Römer 9, 10 und 11. Und wir können da nicht einfach dran vorbeigehen. Das sind wichtige Punkte,
damit wir wirklich in dieser gesunden biblischen Lehre leben und auch wachsen können. In 1. Korinther 4,6 sagt der Paulus auch, auf dass ihr an uns lernt, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben ist. Wir bleiben also ganz fest am biblischen Wort, an der biblischen Offenbarung. Wenn uns da manches nicht gefällt, zum Beispiel gibt es Christen mit antisemitischen Tendenzen, ja, die irgendwie etwas gegen Juden haben. Und ich denke, das ist nicht wichtig. Wir müssen das auf die Seite schieben. Denn wichtig ist das, was Gott uns offenbart. Wenn er sich als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nennt und auszeichnet, dann müssen wir das so annehmen. In Daniel 12, Vers 4 heißt, du aber Daniel, verbirg die Worte und versiegle diese Schrift bis zur letzten Zeit. Dann werden viele darin forschen und die Erkenntnis wird sich vermehren oder multiplizieren. Das heißt also, dass die Erkenntnis in Bezug auf Prophetie zunimmt. Also wir können nicht irgendwo stehen bleiben. Zum Beispiel auf dem Punkt der Reformation. Das war vor 500 Jahren. Dazu sei erwähnt, dass sich die Reformatoren ja gar nicht groß um das prophetische Wort abgemüht haben. Also von daher ist es wichtig, dass wir ein prophetisches Upgrade machen, so wie wir immer wieder auch unsere Computerprogramme aktualisieren, ganz wichtige Dinge, so müssen wir auch die Erkenntnis aktualisieren. Wir sehen heute auch in dieser Corona-Krise eine globale Welt mit ganz anderen Schwierigkeiten und wir sehen auch, wie die apokalyptische Weltbühne immer mehr zubereitet wird. Wir sehen heute Dinge, die frühere Generationen überhaupt nicht gesehen haben. Die haben noch diskutiert, ob die Juden eines Tages wieder in ihr Land zurückkehren. Israel hat gerade seinen 72. Geburtstag gefeiert. Wir müssen gar nicht mehr diskutieren, ob die Juden in ihr Land zurückkehren. Die sind wieder in ihrem Land. Dieses prophetische Upgrade ist sehr wichtig. Also wir können sagen, durch die gesamte Kirchengeschichte hindurch wurde in Bezug auf die biblische Prophetie schwer gesündigt, geschlampert, wurde sie unterdrückt, ignoriert, missbraucht und allzu oft menschliche Stempel aufgedrückt. Und wir müssen da manchmal viel Schutt auf die Seite räumen, damit wir da wieder klar sehen. Ist biblische Prophetie überhaupt aktuell? Der Jesus sagt in Johannes 16, 12 bis 13 folgendes. Ich möchte euch noch gerne vieles sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht verarbeiten. Das sagte er damals zu seinen Aposteln, zu seinen Jüngern. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit kommen wird, der wird euch in alle Wahrheit leiten. Und was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Oder was das Kommende ist, das wird er euch verkündigen. Der Jesus sagte, ihr könnt es jetzt nicht verkraften. Aber nach Pfingsten wird der Heilige Geist viele wichtige Dinge offenbaren. Das ist ein Aspekt vom Wirken des Heiligen Geistes, dass er wichtige Dinge geoffenbart hat in Bezug auf die Zukunft. Nach Pfingsten, also in den Briefen von Paulus, von Petrus, im Speziellen auch im Buch der Offenbarung. Deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder etwas mehr über biblische Prophetie hören und lernen. Und dazu dient auch dieser prophetische Nussknacker.